Hi zusammen. Viele von euch haben mich gefragt nach meinem letzten Video zur Mymis Baker, ob ich einen Vergleich zwischen der Sunmix und der Mymis Baker bringe. Sozusagen ein Showdown Spiralkneter versus Zweiarm-Tauchkneter. Die Antwort dazu ist im Prinzip nein. Und warum ich keinen direkten Vergleich zwischen den zwei Maschinen bringen werde, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich teste für mein Leben gern. Ich denke, wer den Kanal von Anfang an verfolgt, der weiß, dass bei mir die Tests ganz groß im Kurs stehen. Und zwar, weil ich einfach das Ganze immer versuche, sehr analytisch zu machen, das alles technisch aufbaue und versuche, alles aufzuzeigen, was es eben aufzuzeigen gibt. Aber ein Test muss bei mir immer Sinn machen. Das heißt, ich brauche vergleichbare Werte, ich brauche ein vergleichbares System. Und genau da kommen wir jetzt zu den zwei Maschinen. Die Maschinen könnten unterschiedlicher nicht sein. Unterschiedlicher in ihrer Knetweise. Und da macht es einen Test einfach verdammt schwer. Ich habe jetzt trotzdem für euch aufgrund der Nachfrage versucht, ein paar Punkte zusammenzustellen, ein paar Unterschiede aufzuzeigen, aber eher Unterschiede in der Form, dass ich euch zeige, für wen ist der Spiralkneter was, für wen ist der Zweiarmtauchkneter was und was unterscheidet die denn jetzt schlussendlich im Detail. Ganz kurz nochmal zu der Arbeitsweise beider Maschinen. Beim Spiralkneter dreht sich die Spirale und wirkt den Teig nach unten. Die Schüssel dreht sich dabei und fördert im Prinzip den Teig immer wieder zur Spirale, sodass die ihre Arbeit tun können. In der Mitte haben wir noch eine Mittelstange, in der der Teig dann brechen soll. Das Ganze dann je nach Modell mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das heißt, die Schüssel und die Spirale dreht dann etwas schneller, um so auch zum Beispiel hochhydrierte Teige besser verarbeiten oder vermengen zu können. Beim Zweiarm-Tauchkneter haben wir ein ganz anderes System, und zwar zwei Knetarme, die immer wieder nach unten in die Schüssel eindringen. Der eine Arm knetet den Teig nach unten, und zwar wie wenn ich jetzt den Teig mit der Hand kneten würde. Der knetet den am Schüsselrand nach unten, während die Schüssel sich dreht, das heißt den Teig ein bisschen mitnimmt und stretcht, und beim Auseinanderfahren zieht der andere Arm den Teig je nachdem auch wieder mit und fördert beim nächsten Gang auch wieder den Teig zu. Das heißt, die Arbeitsweise sind extrem unterschiedlich. Hier haben wir nachgeahmt das Kneten von Hand und beim Spiralkneter eben das Unterarbeiten kreisförmig durch die Spirale. Beide Maschinentypen sind in der Lage, hervorragende Teige zu produzieren. Das heißt, auf das reine Endergebnis, ein Vergleich, ein Teig hier, ein Teig da, das werde ich euch hier nicht zeigen. Ich habe lange mit einem Spiralkneter gearbeitet, schätze die Geräte heute noch und werde Spiralkneter auch jederzeit empfehlen. Vor allem die Sunmix, zu der werde ich noch ein Einzelvideo bringen, ist eine absolute Empfehlung von mir. Dennoch bin ich auch sehr großer Fan der Zweiarmtauchkneter geworden. Einfach, weil ich überzeugt bin, dass mir keine andere Maschine die Möglichkeit gibt, so easy den perfekten Zeitpunkt eines perfekten Teiges festzustellen. Durch das sanfte Kneten, durch diesen längeren Knetprozess kann ich diesen Sweet Spot, nenne ich jetzt mal, des perfekten Teiges einfach ganz leicht herausfinden. Dazu kommt noch, dass der Teig halt immer sehr, sehr entspannt geknetet wird. Das heißt auch, der Fenstertest, der oft bei gestresstem Teig in einer Spiralknetmaschine nicht so richtig funktioniert, also ich nur erahnen kann, wo es hingeht, funktioniert hier halt um Klassen besser. Das heißt, ich kann den Teig direkt in der Maschine extrem gut bestimmen. Daher werde ich zukünftig auch den Zweiarm-Tauchkneter empfehlen. Fangen wir an mit dem wichtigsten Punkt, zumindest für manche, der Kostenpunkt. Beim Spiralkneter, da liegt man so im Mittelfeld, sage ich mal, Zielsumme 1000 Euro in der 5-Kilo-Klasse, also im Hobbybereich.
Natürlich gibt es deutlich günstigere Maschinen und auch einiges teurere Maschinen in der Vollausstattung. Die Sunmix liegt dann auch bei über 1400 Euro. Aber so die Zielsumme sind 1000 Euro. Beim Zweiarm-Tauchkneter steigen wir eigentlich da ein, wo in der 5-Kilo-Klasse der Spiralkneter aufhört, nämlich bei etwa 1500 Euro. Nach oben kann es aber auch schnell mal 1000 oder mehr Euro sein, wenn man jetzt im Prinzip hier die Miss Baker Pro möchte mit 5 verstellbaren Stufen, mit App-Bedienung und so weiter. Hinzu kommt, dass die Maschine, die ich jetzt hier vergleiche, das ist jetzt hier eine 3-Kilo-Maschine, das heißt, die ist maximal bestückbar mit 3 Kilo Teig und die Sunmix ist maximal bestückbar mit 6 Kilo Teig. Ich rede aber von 5 Kilo Klasse, weil die Sunmix in der Klasse sich bewegt. Aber auch hier sieht man schon, ich habe hier nur 3 und habe hier 5 respektive 6 Kilo. Das heißt, auch hier nach den Kosten haben wir hier schon einen Unterschied. Ich habe eine größere Maschine, aber fast die Hälfte weniger an Kapazität. Hier habe ich eine kleinere Maschine und wie gesagt 5, 6 Kilo, fast das Doppelte. Kommen wir zum Punkt Reinigung. Also bei der Reinigung sind eigentlich beide Maschinen relativ ähnlich. Der Spiralkneter hat jetzt hier natürlich meistens einen kleineren Kessel. Der ist etwas im Durchmesser geringer im Vergleich zum Kessel von dem Zweiarm-Tauchkneter, das sieht man schon. Die runde Form hier macht die Reinigung einfach besser wie die leicht kantige Form hier. Beim Zweiarm-Tauchkneter, das blende ich euch ein, kann man die Knetarme abnehmen, was die Reinigung sehr einfach macht. Geht beim Spiralkneter klassisch nicht, aber beim Spiralkneter gibt es natürlich dann auch wieder Geräte, wo der Kopf dann nach hinten abkippbar ist, die Schüssel über den Verschluss hier unten entnehmbar ist. Also auch hier gibt es wieder Vorteile. Das heißt, Reinigung sehe ich beide Geräte relativ ähnlich. Kommen wir zum Punkt Wartung und Haltbarkeit. Also beide Maschinentypen sind ganz klar für Jahrzehnte gebaut, wenn nicht fürs ganze Leben. Denn beide Maschinentypen sind extrem robust gebaut. Das muss man einfach sagen. Die Sunmix hat jetzt hier einen Riemenantrieb, das heißt, die Spirale wird über eine Übersetzung mit Riemen angetrieben. Viele andere Maschinen werden mit Kette angetrieben. Das heißt, bei der Sunmix ist vielleicht irgendwann mal in 10, 15 Jahren der Riemen etwas spröde, müsste vielleicht mal getauscht werden. Aber die Motoren sind brutal stark. Die Motoren sind sehr robust. Das sind Industriemotoren, die halten eigentlich über Jahrzehnte. Im normalen Hausgebrauch wird die Maschine wahrscheinlich euch überleben. Das Gleiche gilt eigentlich hier beim Zweiarm-Tauchkneter. Hier haben wir einen Direktantrieb. Hier sitzen jetzt 2 Motoren drin, die synchron laufen. Und auch das sind sehr, sehr, sehr hochwertige Motoren. Das heißt, auch da haben wir eigentlich für Jahrzehnte ein Gerät, das uns nie im Stich lassen wird. Kommen wir zu dem Punkt, den es vielleicht bei Spiralkneter-Testvergleichen nicht so gibt, aber bei den zwei Maschinen definitiv ein Punkt ist, der hier eben wichtig ist, und zwar die Anwendereingebundenheit in den Knetprozess. Beim Spiralkneter, ganz klar, das wissen wir alle, ist die Anwendereingebundenheit bei 100%. Denn von dem Einbringen der Zutaten bis zum fertigen Teig nach 10, 15 Minuten muss ich kontinuierlich bei der Maschine sein. Vielleicht kann ich die am Anfang mal 5, 6 Minuten alleine laufen lassen, aber grundsätzlich muss man am Anfang, wenn man die Zutaten einbringt, wenn man den Teig aufbaut und auch hinten raus, dann auf jeden Fall dabei sein. Denn Temperaturüberwachung und den Zeitpunkt des perfekten Teiges erkennen, ist hier bei der Maschine wichtig. Beim Zweiarm-Tauchkneter hingegen sind wir von der Eingebundenheit vielleicht bei 10%. Denn die Zutaten einmal in der Maschine, macht die Maschine eigentlich den Rest. Die Maschine arbeitet, das habe ich ja schon im Testvideo gezeigt, sehr, sehr sanft und bringt dementsprechend auch sehr wenig Energie, respektive Wärme in den Teig. Das heißt, die Maschine braucht eigentlich über den Knetprozess keinerlei Überwachung. Kommen wir zum Zeitfaktor und dem ersten Punkt, wo es jetzt langsam so auch ans Kneten geht, beziehungsweise den Knetprozess. Beim Zeitfaktor sind wir jetzt hier beim Spiralkneter mit 10 bis 15 Minuten dabei. Das heißt, einen Teig können wir hier, sagen wir einen Hefeteig, ich rede ja meistens von Pizzateig, den holen wir hier nach 15 Minuten eigentlich fertig geknetet raus.
beim Zweiarmtauchknäher, da sieht das Ganze schon anders aus. Also die Maschinen arbeiten eben, wie gesagt, sanfter und langsamer. Das heißt, die Maschine, die genehmigt sich auch gerne mal 40 bis 60 Minuten, um Teig final ans Ziel zu bekommen. Der Faktor Zeit von 45 Minuten zu 15 Minuten kann durchaus eine Rolle spielen. Manch einer möchte seinen Teig in die Maschine, alles rein, möchte es durchkneten, möchte seinen Teig fertig haben. Thema erledigt. Gerade habe ich über den Spiralkneter gesprochen und wie schnell der Spiralkneter arbeitet. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Punkt, und zwar wie unkompliziert ich mit einer Maschine arbeiten kann. Und hier haben wir jetzt den Zweiarmtauchkneter. Und genau da liegt der Unterschied. Die Maschine braucht zwar mehr Zeit, aber in dieser Zeit benötigt die Maschine unser Zutun eigentlich nicht. Auch das Messen mit dem Infrarotthermometer kann ich je nachdem, wenn ich ein bisschen kaltes Wasser entsprechend genutzt habe, kann ich auch komplett vernachlässigen. Durch den Fakt, dass der Zweiarmtauchkneter einen sehr langen Prozess hat, ist aber auch die Range des Sweet Spots, in dem der Teig perfekt aus der Maschine kommt, im Vergleich zum Spiralkneter, ist er relativ groß. Das heißt, ich laufe hier eigentlich nicht Gefahr, dass die Maschine den Teig schon überknetet hat oder noch zu weit weg ist. Ich habe hier einfach eine sehr lange Zeitschiene, in dem der Teig sich im Idealzustand befindet. Zudem ist das sanfte Kneten sorgt auch dafür, dass die Bestimmung, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, das Ganze dann einfach macht. Kommen wir also zum Ende des Videos und der Erkenntnis, dass es keinen klaren Sieger gibt, sondern die Frage für diejenigen, die sich tatsächlich zwischen beidem entscheiden möchten: Seid ihr eher der zeitorientierte Mensch, der schnell einen sehr guten Teig haben möchte, dann fahrt ihr wahrscheinlich mit dem Spiralkneter besser. Oder seid ihr eher der Typ, der Zeit hat und vielleicht auch das Thema Teig eher zelebrieren möchte, das Haar in der Suppe sucht und das letzte Quäntchen einfach irgendwie rauskitzeln möchte und das dann auch noch mit einem Verfahren, das sehr stressfrei abläuft. Dann seid ihr vielleicht der Typ für einen Zweiarmtauchkneter. Die Frage kann ich euch aber leider nicht beantworten. Nur ein bisschen was mit auf den Weg geben. So, von mir war es das jetzt. Auch wenn es in diesem Video keinen Sieger gab, hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir ein Abo da. Schaut auf dem Blog vorbei, renesfoodpassion.de. Da habe ich genau dieses Video nochmal mit ordentlich Text und einer kleinen Übersicht für euch aufbereitet. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.